solchen Arbeiten oder Sachen, die einen Stress bereiten, sollte man sich ab und zu mal ein bisschen Kindheit wieder gönnen, weil das war die Zeit, wo man eigentlich am glücklichsten war. Das ist mein Alltagsauto. Ich fahre damit jeden Tag, weil es mir Spaß macht, einfach Leute zu begeistern. Was ich alles mache, ich habe meine eigene Seite, das Auto hat seine eigene Seite, um auch zu sehen, dass ich wirklich damit rumfahre, meinen Spaß habe und lass schon einfach mal ein Like da und wer weiß, vielleicht habt ihr auch Spaß dran, mal ein Auto zu fahren, was nicht jeder hat. Zeitalter der Piraterie. Wir haben unheimlich viel Spaß daran, ein ganzes Wochenende oder vielleicht auch länger mal jemand völlig anderes zu sein und dementsprechend auch ja, neue Leute kennenzulernen, Spaß zu haben, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, das man im normalen Leben vielleicht nicht ganz so kennt. Und dementsprechend haben wir uns zusammengetan. Wir werden am 16. und 17. sowie am 23. und 24. Juli in Xanten-Birten ein Pirat-Theater zur Aufführung bringen. 2 Stunden lang Spektakel und Action. Und das letzte Wochenende im August sind wir im Brückenkopfpark zu finden. Dort gibt es Pirates, eine abenteuerliche Zeitreise, wo wir ganz viel an unterschiedlichen Musik-Acts finden werden. Wir haben Fechtszenen, wir haben Kanonendonner, Schwarzpulver wird explodieren. Das ganze Spektakel, so wie man es aus den normalen Piratenfilmen auch kennt. Und dort können wir einfach nochmal ja, jemand ganz anderes sein und daran haben wir Spaß. Können Sie mir vielleicht mal Ihren Gefährten vorstellen? Ja, das ist Markon. Den haben wir von der Venus geholt und versuchen ihn gerade ja, gesellschaftsfähig zu machen, dass er nicht ständig Besucher frisst oder so. Wir sind auch schon, ganz gut dabei. Wir haben hier nur 10% Besucherschwund, glaube ich. Ich vermute, 8% davon liegen in seinem Bauch, aber ich glaube, damit muss man leben, oder? Eine Internetadresse, wo die Leute darauf zugreifen können? Ja, das ist www.drifting-soul.net. Wir sind ein Verein aus Coburg, nennt sich Förderkreis Innovatives Spiel. Gibt es schon seit 1992 und wir haben jetzt als neueste Attraktion für Kinder und Jugendliche sogenanntes Coburger Dartgewitter. Es findet uns einmal im Monat statt, wird mit Nerfblastern gespielt und wie gesagt, wir haben jetzt eine Vorführfläche, wo Zehnergruppen untereinander spielen können von Erwachsenen bis zu kleinen Kindern, die jüngste bei uns ist ja 5 und die älteste wahrscheinlich so um die 40, 50 oder sowas. Und
Aufgabe ist es halt, durch Groß und Klein da eine Brücke zu bilden, um die Aktivität für den Verein und für das Hobby, sag mal, zu vergrößern. Kannst du mir vielleicht sagen, womit geschossen wird? Arbeitet mit Luftdruck. Also ist einfach ein... Okay. Und das ist Ihre Internetadresse hier? Das ist Ihre Internetadresse, ja. Lohnt es sich, mal wieder ein Kind zu sein? Ja, definitiv. Es lohnt sich, weil der Alltag schon stressig genug ist und weil man einfach mal wieder abschalten sollte, weil es scheiße ist, ein Erwachsener zu sein. Man sollte einfach mal wieder Spielzeug in die Hand nehmen und Spaß haben und sich nicht über die gesellschaftlichen Normen beschweren und aufregen und sagen, mein Nachbar ist doof, der ist doof. Nein, nimm einen Sandkasten und hab Spaß, sei ein Kind. Das ist was Geiles, mach ich den ganzen Tag. Es macht Spaß.